Willkommen bei der Deutschen Börse, dem größten Börsenbetreiber in Deutschland. Mit den beiden Handelsplätzen Xetra und Frankfurt. Lassen Sie uns kurz zeigen, was eine Börse ist und wie sie funktioniert. Eine Börse ist im Grunde ein Marktplatz. Marktplätze kennen wir seit langem. Seit Jahrhunderten treffen sich dort Menschen zum Kauf und Verkauf von Waren wie Stoffe, Gewürze, Kleidung, Obst und Gemüse. Händler bieten ihre Waren an und Käufer fragen diese nach. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. An der Börse funktioniert das nach dem gleichen Prinzip. Nur, dass hier keine Waren den Besitzer wechseln, sondern Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, Fonds, Anleihen oder Zertifikate. Indem Anleger zum Beispiel Aktien eines Unternehmens kaufen, erwerben sie einen Anteil an dem Unternehmen. Die Börse ist in diesem Fall der Marktplatz, an dem Angebot und Nachfrage für die Wertpapiere zusammenkommen. Der Handel an der Börse läuft nach klar festgelegten Regeln ab. Die Einhaltung dieser Regeln wird von Institutionen wie der Handelsüberwachungsstelle der Börse oder staatlichen Aufsichtsbehörden überwacht. Damit alle Geschäfte fair, zuverlässig und transparent ablaufen und es zwischen Käufern und Verkäufern nicht zu Missverständnissen kommt. Die Deutsche Börse bietet zwei regulierte Marktplätze an. Sie können zwischen dem vollelektronischen Handelsplatz Xetra, dem Referenzmarkt für deutsche Aktien, und dem Börsenplatz Frankfurt wählen. An der Börse Frankfurt wird der Handel von Spezialisten unterstützt. Dies sind Mitarbeiter von Wertpapierhandelsbanken, die mehr als 1 Million Wertpapiere betreuen. Sie stellen die sofortige Ausführung der Aufträge sicher. In den nächsten Videos erfahren Sie mehr über die Welt der Börse und wie Sie daran teilnehmen können. Thank you.